So, liebe Freunde, jetzt kann es auch hier losgehen. Uno momento. Liebe Grüße aus dem hohen Norden. Wir fahren nach Klagenfurt in Österreich mit Weizen. Die zweite Tour für den neuen geilen DAF. Schmeißen wir mal in die Schüssel. Die Zielführung wurde gestartet. Ja, das ist gut. Das ist gut. Vamos. Jetzt rechts abbiegen. Oh, schön. It's Friday. It's Friday, 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 baby. Yo, Fumpy. Alle fit im Schritt, oder was? Wollen wir mal hoffen, wa? Jetzt links abbiegen. LKW fahren ist wunderbar. Thorsten, die geile Sau, hat mir den Farmsim geschenkt. Jetzt müssen wir mal die Tage hier mal Multiplayer machen hier oder wie oder was? Wie sieht das aus? Bin ich schon wieder weg oder was? Was ist mit ihm immer? Mal ist er hier, mal ist er da. Ah, man kennt ihn. Ja. Das hindert dich sonst auch nicht. Hast du das jetzt vorhin mitgekriegt, ja? Oder wie oder was? Jetzt links fahren. Du musst doch zuhören. Beachte mich. Ich bin wichtig. Aber radikal.
Ja, genau. Ist das mal geil oder was? Das ist mal Contribution zum, zum Channel hier. Ja. Da. Vogel! Weg damit. Überhaupt ziemlich coole Sache. Installiert ist schon. Ich kann nur noch nicht zum Reingucken. Auf jeden Fall dafür nochmal Kuss auf die Nuss, ne? So, jetzt machen wir erstmal gemütliche Tour hier. Radioshow gibt es heute Abend auch, wie immer ab 23 Uhr. Davor noch eine entspannte Runde Cyberpunk. Ich hoffe, das läuft auf der GTX 1070 vernünftig, aber müsst ihr eigentlich. Muss nur diese Raytracing-Features abschalten. Ob ich einen Unterschied sehe? Wahrscheinlich nicht. Ja. Genau. Das ist der Plan. Die Friday Session. Die berühmte Legendary Friday Session. So und nicht anders ist das. Was ist da vorne los? Was geschieht hier, Kinder? Man sie auch schon. Jetzt habe ich auch die richtigen Sounds für die MX-13. Sovereign, ihr seid immer irgendwie untermotorisiert. Bisschen. Oder überladen. Jetzt gibt er Gas. Als ob er mich gehört hätte. Vogel! Das ist freundlich. Neue Dashcam ist heute gekommen, auch schon ausprobiert. Ist okay. Nur habe ich jetzt kein GPS-Dingsi-Bumsi mehr drin. Schade eigentlich. Das alte Ding tut mir so leid. Mann. Es war außerdem noch ein Geschenk. Ah, naja. Was willst du machen? Bestürzt dich, Vampi. Die alte Dashcam war ein Geschenk, die ich hatte. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Die ich ja vorgestern
Oder war das gestern? Versehentlich zerstört habe. Ja, aber bei der 9er steht auch dabei, du sollst die Dinger nicht im Auto lassen, wenn das so warm ist. Akkus können sonst entgasen. Parking Guard hin oder her. Ja gut, dann funktioniert das ja eh nicht als Parking Guard, weil du hast ja keinen Bordstrom und die Zündung aus ist. Auf dem 12-Volt-Board. Dann musst du die aber anders verkabeln und nicht an den Zigarettenanzünder. Nee, da ist kein Strom drauf, wenn die Zündung aus ist, Digi. Dann ist das nicht richtig. Das sollte so nicht sein. Mann, ich habe im Moment einen gereizten Hals. Wieder Sodbrennen gehabt die Tage, wegen chronischen Reflux. Und da hast du direkt immer einen brennenden Hals, die ganzen nächsten Tage danach immer direkt sofort husten, als hättest du dir eine Erkältung gefangen. Das ist so nervig. Aber naja, was willst du machen? Kriegst du nicht mehr weg, ist wie ihr sagt chronisch. Ich glaube, ich hole mir da echt mal hier dieses China-Öl oder so. Mann, sorry. Erstmal ein bisschen was trinken hier. Das war gut. So, morgen probiere ich das übrigens mal aus mit deinem Cola verdünnen. Mal ein Fläschchen Cola wieder geholt.
Ach so, also kann man dann einfach die Sicherung tauschen. Einmal nach raus und in den anderen Slot rein oder was? Ah, okay, cool. Wieder was gelernt. Cool. Ich habe das aber trotzdem, wenn das bei Zündung aus ist, ganz gern. Weil ich habe da noch einen Mehrfachverteiler, einen Umschalter dran. Einen Spannungstauscher. Und dann noch USB-Anschlüsse. Alles über den armen kleinen Port geschickt. Ist bei mir, glaube ich, besser, wenn wenn da Bezündung aus ist, weil wenn ich dann mal eine Woche nicht fahre oder so, ist eine Batterie leer oder was. Ja, Zweckentfremdung hin oder her. Ich brauche Anschlüsse, wenn ich unterwegs bin. Gerade wenn ich mal wieder zum Kunden fahre und Langstrecke fahren muss. Muss ich Handy unterwegs laden, weil das dann auch gleichzeitig Navi ist. Oder für das Garmin Pro. Das muss mit Strom versorgt werden. Die Dashcam muss mit Strom versorgt werden. Das Garmin Pro ist über das Handy mit dem Internet halt verbunden, wie ich sagte. Und damit das Garmin Verkehrsdaten ziehen kann. Also braucht das Handy auch Strom. Da brennt nichts weg. Das hat bis jetzt immer hervorragend funktioniert. Dafür ist ja der Wandler dran. Mit Überspannungsschutz und sowas. Das funktioniert schon. Die meiste Zeit brauche ich das ja auch nicht. Dann ist halt nur die Dashcam eingestöpselt. Aber dann nicht von drei Geräten, die da dran sind.
Jetzt rechts abfahren. Autobahnkreuz Altdorf, die berühmte A3. Ja, Prost, ne? Schulz! Ja, die App habe ich ja eh nicht. Aber es hieß doch schon, ist doch schon längst bekannt, dass die nicht sicher ist. Ich habe es aber jetzt auch noch kurz überflogen. Ja, das ist schade. Und was bedeutet das dann im Einzelnen? So Sicherheitszertifikate fälschen kannst oder was? Ach so.
So. Upsa. Mann, ey, warum fange ich jetzt an zu gehen? Bin doch eigentlich gar nicht müde. Kacke.
Aber wenn du einmal anfängst, ne? Das ist, das, ja. Ich weiß nicht, wie man so viele auf einmal immer essen kann. Ja, 3, 4 Stück habe ich Schnauze voll. Genauso wie die Sonnenblumenkerne, da stellen sich die Kerle hin mit so einer Tüte, labern, sind dabei am Naschen da und danach liegen da eine Bazillion so Kerne rum. Wie kann man so viele davon fressen? Lieber Beef Jerkys und so. Leckerer, proteinreicher Snack für zwischendurch. Jetzt fahr doch, Hoshi. So, immer noch 39% Tank. Das ist immer noch die erste Tankfüllung.
sind wir schon fast da. Hervorragend durchgekommen heute. Jetzt rechts abfahren. Hervorragend. Falsche Jahreszeit? Nein. No fucking way, man. No fucking way. Klagenfurt am Wörthersee, Ladies and Gentlemen. Ich bin hier auch schon lange nicht mehr drin gewesen. Meistens fahre ich hier immer nur vorbei.
jetzt bin ich mal wieder hier. Und sogar bei einer Firma, bei der ich bisher noch nicht war. Ist das noch? Das ist doch fantastisch. Immer schön neue Kunden zu gewinnen. So, dann können wir jetzt gleich noch mal ganz schnell was gucken. Was da interessiert mich etwas, nämlich brennend. Lass mal hier den Platz frei. Lass mich mal eben hier was gucken. Liter Verbrauch. Ja, das ist okay. Das ist vollkommen super, ist das sogar. Lufttanks sind beide voll, ja. Temperatur, okay. Bin ich doch zufrieden. Rußpartikelfilter muss auch nicht gereinigt werden. Wäre jetzt auch krass. So, nach so kurzer Zeit. Ja, und 35% sind auch noch im Tank. Also, reicht noch für ein bisschen, würde ich sagen. Es reicht dann nochmal für 400 Kilometer bestimmt. Je nach Ladung natürlich. So, jetzt gibt's aber nochmal ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns gleich zu einer Runde Cyberpunk 2077 wieder. Bis gleich!